Was macht er denn da? Raus da! Hol diesen blöden Schatz und dann gehen wir wieder. Hallo, Mitsu hier. Willkommen in einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Hier stimmt irgendwas nicht. Versuche immer noch, diesen Schatz zu holen. Naja, das Dokument, aber es sind zu viele. Ich habe jetzt versucht, die irgendwie abzulenken, indem ich auf den einen geschossen habe. Aber die kommen immer wieder dahin und labern dann wieder. Ich glaube, ich versuche mal. Verdammt, was? Hier, ich bin hier oben. Kommt hier hoch. So, jetzt kommen sie nämlich da alle weg. Und ich versuche von der anderen Seite an den Schatz zu kommen. Der eine ist noch da natürlich. Verdammt, wir müssen aufholen. Oh. Die gehen da auch nicht weg, ne? Könnt ihr mal weggehen? Hallo. Oh, er ist weggegangen. Guck mal, jetzt. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin sowas von tot. Was macht er denn da? Raus da! Hol diesen blöden Schatz und dann gehen wir wieder. Die Räder sagt hey, tschüss hier. Weg hier. Weg, 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 weg. Lauf! Da. Wir müssen aufholen. Ich spreng dich um. Das brauche ich jetzt nicht. Lauf! Okay. Holt ihn da runter. Nein, 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 nein. Holt mich nicht runter. Holt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lasst mich in Ruhe. Ich warne euch. Nein! Ich bin auf dem Dach. Egal, ich hab's trotzdem geschafft, oder? Das zählt noch. Komm schon, das muss zählen. Weil die kann ich nicht töten. Die Wachen sind zu stark. Drücke auf F3, um ein Foto zu machen. Okay. Hab ich das jetzt geschafft? Scheinbar ja. Aber, warte, das sehen wir gleich. Ich habe ja neue Ausrüstung bekommen. War das das? Ich habe doch irgendeine Axt bekommen, oder? Das da. Sykomore habe ich bekommen, glaube ich. Doch, dann haben wir es geschafft. Okay, gehen wir mal. Was? Zu dem Jungen zurück. Frage ist, ah, da ist er. Kwee! Okay. Hallo Kwee! Alles gut. Ich gehe nur zu Kwee. Mein bester Freund, gib mir eine Lootbox. Die sind nicht böse, oder? Achtung! Achtung! Achtung, Achtung! Achso. Die wollen, dass ich die Quest verfolge. Das ist von mir! Ja, nein. Da gehen wir noch nicht hin. Erstmal, erst zu der Box. Erst gehen wir zu der Box. Mann, das ist eine lange Straße. So. Es gibt nämlich hier, also dieser Junge da, das Kamelsymbol. Dieser Junge, das Kamel. Da kann man immer eine Daily-Aufgabe machen und dann kriegt man eine Lootbox und in der Lootbox könnte ein Gegenstand vom Shop drin sein. Wenn man Glück hat. Und angeblich gibt es ein Einhorn, das heißt, man kann dieses Ding zum Einhorn machen, glaube ich. Aber das ist extrem selten. Oh, okay. Die muss ich auch noch kaufen. Aber ich habe kein Geld. Dann verkaufen wir mal Zeug hier. Warte, ich rüste erstmal das Beste aus, was ich habe. Aber ich glaube, das ist eh schon das Beste. Ja. Das wurde ja angepasst, diese neue Waffe, die ich habe und der Schild. Ach, ich verkaufe einfach alles.
brauche 3000 von den Dingern. Achso. Ach, weg damit. So. Kaufen. Lootbox. Ein flinker Streich. Ein selten Kriegsbogen. Okay. Bögen sind toll. Ich mag Bögen. Eigentlich habe ich auch gedacht, dass ich die Lootbox einfach so bekomme. Aber egal. Schauen wir das mal an. Schauen wir das uns an. Flinker Streich. Toll, der ist schlechter. Ah, aber man sollte ihn vom Rücken eines Pferdes einsetzen. Okay. Adrenalin beim Töten. Na gut. Machen wir schnell bei der Hauptstory weiter. Ich glaube, das ist eh nur eine Filmsequenz. Ach komm. Quee! In Final Fantasy XV gab es ja selbst auch ein Crossover-Event von Assassin's Creed Origins. Oder war das Origins oder war das ein allgemeines Assassin's Creed-Event? Ich glaube, es... Nee, es war, glaube ich, ein Origins-Event. Schon so lange her. Ja, weg da. Da konnte man dann die Kleidung bekommen und ich glaube, das Schild auch ist ein Assassinenschild und eine Waffe. Okay, ich glaube, ich muss da rein. Die könnt ihr nicht haben. Zu den großen Werken von Archimedes, Plato. Wie soll ich Aya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Ich finde ja, Phanos redet zu viel. Ich finde ja, ihr redet alle so viel. Wir finden Aya schon. Wir klettern einfach durchs Fenster. Klopfen an. Aya, hallo, ich bin's. Der Bayek. Also, wie komme ich hier überhaupt rein? Wir nehmen nicht die Tür, wir nehmen den Schornstein. Oh, guck mal, hier irgendwo. Ah, da ist, glaube ich, die Tür, ne? Komm, beweg dich. Aber die Tür ist zu. Die doofe Tür ist zu. Und hier bin ich vorhin reingekommen. Oder? Die sind alle da drin? Oh ja. Ah, guck mal, ich kann hier lang. Oh, hier ist überall Zeug zum Klauen. Oder? Wenn das blau ist. Achso, nee, was ist dann, wenn es blau ist? Über die Musee. Oh, nee, die Musen oder die. Diese Bibliothek ist der Beschwörung der neuen Töchter des Zeus gewidmet. Diese, auch von Osiris geschätzten Museen, sind bekannt als Kalliope. Nein, Musen. Ah, Musen! Sind bekannt als Calliope, Clio, Euterpe, Erato, Melpomene, Polyhymnia, Terpsichore, Thalia und Urania. Sie sind die Göttinnen der Kunst, der Schlüssel zum guten Leben und die Namen der Bücher von Herodots Historie. Nice. Oh, da ist noch was. Geteiltes Tal. Im Zentrum des Nomos Nered Mehetet findest du mich versteckt in einer Schlucht nahe Antylla. Ich bin unter einem Baum, der sich für einzigartig hält, aber nur, weil die nahegelegene Felsenbrücke ihm die Sicht auf die anderen seiner Art versperrt. Ah ja. Wo sind denn die? Ah, okay. Ah, guck mal. Oder? Nein. Papyrusrätsel? Ah, hier, okay. Das da habe ich gemacht. Das habe ich noch nicht mal gemerkt, dass das abgeschlossen worden ist.
Naja. Aber ja, ich war ja bei diesen Datteldingern. Hoi, dis meisonos afrosinis. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist bei ihm, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Der dreiköpfige Hund. Es tut mir leid, guter Mann. Du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse. Hm, hier entlang. Hey, interessiere ich mich für Verse. Ah, ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Was ist mit euch los? Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus. Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Du Narr, was denkst du dir dabei? Kenn ich dich nicht von irgendwo? Da, das ist Phanos. Ihr glaubt, er sei ein Poet. Der moderne Sophokles. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorne. Das da? Untersuche den Brunnen. Okay. Ich komme da nicht rein. Genau da! Hab etwas Vertrauen. Okay. Ich habe kein Vertrauen. Ich kletter einfach hoch. Genau da. Hoppala! Ja. Oh. Mann, ihr wollt mich schocken. Ein Geheimgang. Ah ja, ich bin wieder in der Haus. Wo bist du? Sag mir, wo bist du? Okay. Ich hab dich vermisst. das ist meine Wir dürfen Geliebte. Uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemur. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Okay. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Oha, ich werde rasiert. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Okay. Ich habe auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Das war das? Okay. Ah ja.
Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Echt? Nur noch einer? Da waren aber noch mehr. Auf dieser komischen Karte. Sieh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zu Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Ein Armband. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Die versteckte Klinge. Wie raffiniert. Tja, sonst hättest du jetzt ein paar Finger weniger. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Okay. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Ah. Okay. Das lese ich noch. Ayas Notizen. Phanus hat recht. Ich sollte mich mit Apollodoros treffen. Er glaubt, dass Akteion involviert ist. Ich muss mich in sein Quartier schleichen. Die Maske, er ist einer von ihnen. Sein Blut für meinen Chemo. Jetzt sollte ich mich verstecken. Apollodoros könnte helfen. Er hat mir Zugang zum Versteck gewährt. Ich kann ihm vertrauen. Aha. Apollodoros ist okay. Okay. Gut. Oh, hier ist ein Schatz. Ich klaue Ayas Sachen. Was ist eigentlich das? Was ist das? Oh. Was ist das? Hier geht's, glaube ich, einfach weiter und, Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. What? Okay. Ja, wir gehen dahin, aber in der nächsten Folge. Bis dann.